Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, natürlich wie immer am Montag. Heute ist der 18. Februar und was gibt's Neues in Borg, Heide? Ja, demnächst ist mal wieder der Ordnungsdienst, wie er sich neu nennt, also nicht Ordnungsamt, Ordnungsdienst in Borg, Heide unterwegs, und zwar vom 25.02. bis 1.03.2019. Also aufpassen, gibt's mal vielleicht wieder Tickets und wir gucken wohl hier ab und zu mal nach dem Rechten. So, dann gibt's natürlich demnächst wieder was im Hotel Fliegerheim. Dort geht's nämlich wieder los mit dem musikalischen Sunday Lunch. Das ist gar nicht mehr so lange hin, nur noch 2 Wochen. Dann geht's am 10.03.2019 mit Confession in the Blues los. Und zwar Blues-Klassiker von Robert Johnson über Muddy Waters bis T-Bone Walker Quartett. Gitarre, Klavier, Tenor, Gitarre und Gesang. Wer da Lust hat, meldet sich einfach im Fliegerheim. Wie gesagt, geht's in 14 Tagen wieder los. Apropos Fliegerheim. Ich war heute auch schon dort im Fliegerheim, und zwar mit meinen Fotokiddies. Und da möchten wir noch mal einen ganz besonderen Dank an das Team vom Fliegerheim loswerden, die den Fotokindern ermöglicht haben, mal ein wenig in die Welt der Food-Fotografie einzutauchen und reinzuschnuppern. Und die haben für allerlei Fotoobjekte in Form von Obst und Gemüse gesorgt und haben die Kinder so ganz nebenbei mit Getränken und einer riesen Portion Tortellinis mit Tomatensauce überrascht. Ja, wie gesagt, ganz großes Kino von euch, ganz top. Vielen, vielen Dank auch von den Kiddies. So, dann geht's weiter in Borgheide, und zwar vorher, bevor das im Fliegerheim losgeht, und zwar mit Der besondere Abend. Diese ganz beliebte Reihe startet schon am 2.3. um 17 Uhr, ab 17 Uhr in der Hans-Grade-Grundschule Borgheide, diesmal mit Meisterwerken der Romantik von Celia Schan, Geige, und Florian Fries, Klavier. Wie gesagt, wer daran Interesse hat, am 2.3. ab 17 Uhr, diesmal in der Grundschule Borgheide wieder. Der Eintritt ist wie immer frei. Es wird lediglich um Spenden gebeten. So, und an diesem Sonntag, also am 24.02., am kommenden Sonntag, startet endlich um 18 Uhr die Beamer-Show im Hotel Fliegerheim, Abenteuer in Afrika, wo es um die Abenteuer von Marcel Mika, Franz Schubert mit Hans dem Mercedes auf ihrem Weg von Borgheide nach Banjul in Gambia geht. Also wer sich das nicht entgehen lassen möchte und gern etwas Abenteuerluft aus fernen Ländern schnuppern möchte, der ist dazu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist ebenfalls frei und auch dort wird um Spenden gebeten, was unter anderem natürlich unserem Borgheider YouTube-Kanal BNTV auch zugute kommt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Sport. Da fassen wir jetzt die Gaststätte am Waldbad an. Dort gab es wieder ein abendliches Dart-Turnier. Dort wurde wieder nach Pfeilewerfern gerufen. Dem Ruf gefolgt sind diesmal 9 Spieler. Und den 3. Platz erkämpfte sich der Udo, dicht gefolgt von Bodo auf dem 2. Platz. Und Enrico konnte sich über den 1. Platz freuen. Ja, war wohl diesmal noch ein bisschen Platz. Vielleicht lag es auch daran, dass um Anmeldungen gebeten war. Und da hatten sie wohl alle Angst, dass es zu voll wird. Also beim nächsten Mal können ruhig ein paar mehr wieder mit hingehen. Dann kommen wir noch zum BSV 90. Diesmal gibt es natürlich Informationen über die Spielgemeinschaft Borgheiderbrück C-Jugend. Die sind weiterhin erfolgreich, und zwar spielen die in einem erfolgreichen Hallenmodus. Die sind also gut in der Halle unterwegs. Nach einem starken 2. Platz zum Jahresabschluss beim Weihnachtsturnier von Juventus Crew Alpha aus der Landeshauptstadt starteten die Zähler bei den Freunden vom DSV aus der Sabinchenstadt wiederum auf einem 2. Platz gut ins neue Jahr. Sie krönten ihre überzeugende Leistung mit der Auszeichnung bester Torwart für ihren Lehmann. Einmal Erster und dreimal Zweiter lautet die erfolgreiche Zwischenbilanz für das jüngste Großfeld-Nachwuchsteam. So, dann gab es beim BSV 90 der alljährliche Neujahrsempfang im Vereinsheim in gemütlicher Runde. Der Vorsitzende hielt eine Ansprache und dankte für das abgelaufene Jahr
Dann klang der Abend auch für die eingeladenen Trainer und Ehrenamtler bei gutem Essen, ein Glas Wein, Bier gemütlich aus. Und der Verein dankte auch hier im Besonderen der Crew des Hotels Fliegerheims für das vorzügliche Buffet. Die sind wirklich sehr, sehr aktiv. Nun aber heißt es für den BSV 90 endlich wieder den hohen Ansprüchen der Fans gerecht zu werden, denn am kommenden Sonntag schon, am 24.02. startet die Rückrunde der zweiten Kreisklasse. Unser Borkheider SV 90 tritt auf heimischen Rasen, diesmal gegen den SV Union Linde an. Anstoß ist um 15 Uhr. Ja, das wird ja wieder knapp, da ist wieder alles voll. Wie gesagt, am Sonntag haben wir auch noch zufällig unseren Abenteuer in Afrika im Hotel. Das allerdings erst ab 18 Uhr. Da kann man schon mal vorher um 15 Uhr zum Fußball gucken. So, jetzt will ich nur noch Matze meinen Sendeplatz hier überlassen, denn der wird uns sicherlich erzählen, ob dieses wunderschöne, vorfrühlingshafte Wetter uns erhalten bleibt. Matze, was sagst du denn dazu? Ja, hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Willkommen zum Wetter für die kommende Woche. Nachdem wir so ein schönes Wochenende hatten mit ganz viel Sonnenschein, wo ich glaube schon wieder jeder hier im Garten rumgefuhrwerkt hat, hat es für den Montag noch gereicht, aber die Wolken kommen ab dem Dienstag Richtung Ende der Woche schon wieder und die Temperaturen werden im gleichen Bereich um die 10 Grad jetzt sich einpegeln für die Woche. Nachtfrost eigentlich nicht mehr in Sicht und der ein oder andere Regentropfen kann in der kommenden Woche natürlich noch fallen. Keine Temperaturen für einen normalen Februar, auch sonst die Jahre nicht. Es war doch immer mal etwas kälter. Wir hatten auch mal ein paar mehr Minusgrade. Man merkt es auch daran, wieder mal ist bis jetzt das Schlittschuhfahren, ich habe es schon mal erwähnt, noch ins Wasser gefallen. Die erste 10 cm Eisdecke, die wir im Schwimmbad hatten, hat leider nicht ausgereicht und danach hat es gleich wieder geregnet und wurde warm. Ich glaube auch nicht, dass es bis Ende März hier nochmal großartig mit den Temperaturen nach unten geht. Passieren kann alles, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass es hinten raus immer wärmer wurde und wahrscheinlich geht dann die Waldbadsaison relativ schnell wieder los, aber die beginnt erst am 18. Mai. Okay, soweit von hier. Schöne Woche gewünscht. Ciao. Ja, okay, Matze. Aber 10 Grad ist immer noch warm, wie du schon selbst sagtest, noch nicht ganz so. Wir haben immer noch Februar, darf man halt nicht vergessen. Und natürlich sehen wir uns den Frühling herbei. Schneien tut es bei uns sowieso schon nicht mehr. Das war's dann hier wieder bei Borkheide News TV. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag oder wer möchte, natürlich schon am Sonntag im Hotel Fliegerheim, wo wir wieder vertreten sind und wer daran Interesse hat. Deshalb bis zum nächsten Montag, verbleibt wie immer hier euer Lutze und tschüss.